Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, geht es heute um den Auspuffvergleich zwischen Shark DSX und Rhodes Italia. Ja, und wie gesagt, aktuell habe ich den Shark DSX verbaut, aber ich wollte halt einfach mal was Neues probieren. Deswegen habe ich mir hier den Rhodes Italia Double Fire Titan, glaube ich, heißt der Auspuff, bestellt. Das ist eine Komplettanlage, die wir jetzt uns einfach mal zusammen anschauen. Und dann gibt es natürlich auch den Soundvergleich. So, ganz oben haben wir die Polsterung, die brauchen wir nicht. Und hier erwartet uns gleich eine Tüte mit den ganzen Verbindungsrohren, die wir jetzt uns zusammen anschauen. So, in der Tüte haben wir einmal einen Brief, wo diese ganzen Nummern drinstehen, die wir brauchen, damit wir eben nachweisen können, dass dieser Auspuff zugelassen ist. Hier noch eine kleine Tüte mit Befestigungsmuttern und eben diesen Federn, die wir brauchen. Ja, dann gibt es einen DB-Killer, der hier leider so eine Wand verschweißt hat, was mir überhaupt nicht gefällt, der Bohrungen hat, aber wie gesagt, wenn die Wand da ist, wissen ja die meisten, kommt nicht viel durch. Genau, dann optional habe ich mir noch bestellt, ist nicht in der Lieferung enthalten, den DB-Killer Race, einfach nur ein Rohr. Mit eben einem Sieb kann man auch eben anstatt dem eigentlichen DB-Killer einsetzen, ist aber nicht erlaubt. Ja, und dann kommen wir zu den ganzen Rohren. Wir haben hier diese einzelnen Rohre, die jeweils vom Zylinder ausgehen und dann eben hier das Rohr, wo die ganzen zusammenkommen. Hier sind Buchstaben drauf, zum Beispiel CN. Wenn wir uns jetzt dieses Rohr anschauen, steht hier auch CN drauf. Das bedeutet, das wird hier reingesteckt. Und so ist es eben auch für die anderen Seiten. So, wenn wir uns die Qualität anschauen, dann man muss natürlich auch sagen, die Komplettanlage kostet, glaube ich, hier 620 Euro und eben so einen Shark-Auspuff kriegt man, glaube ich, meines Wissens nach nicht unter 800 Euro. Muss ich sagen, das schaut schon ganz gut aus. Bei dem Zwischenstück, wie gesagt, darf man halt auch nicht zu viel erwarten. Das ist gut geschweißt, aber wie gesagt, mich stört es nicht. Aber vielleicht werden manche sagen, ah, nicht so schön, die ist das. Aber ihr dürft halt einfach den Preis nicht vergessen. Ja, ein Hauptgrund, weswegen ich mir auch den gekauft habe, ich blende euch mal ein Bild ein, wie groß der Katalysator bei dem Shark-Auspuff ist. Ich blende euch tatsächlich kein Bild ein. Ich zeige es euch einfach per Video, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wir sehen nämlich hier dieses dickere Rohr, schon übel zugerostet, aber das ist jetzt fürs Video wurscht. So lang, also wenn ich jetzt den Finger wieder hinhalte, dann war der alte vielleicht so bis hier und hier geht es halt hier. Und auch dieser Durchmesser, der ist halt viel, viel größer. Das Rohr, allgemeines Dicke, heißt, man kann den Cut nicht rausziehen, genauso wenig wie hier sind die Rohre auch nicht gesteckt. Das ist also ein durchgehendes Teil. Und wenn man hier in den Auspuff reinschaut, dann sieht man auch ganz da unten den Cut. Genau. Ich denke, damit ist es gut erkennbar. Ne? Und hier ist es einfach so, dass dieser Katalysator einfach hier am Ende reingesteckt ist, an zwei Punkten verschweißt ist und wie gesagt ein paar Zentimeter lang ist, wenn ich meinen Finger daneben lege. Von dem her sollte der Auspuff deutlich lauter sein als den ich jetzt drauf habe, weil wie gesagt, der Katalysator ist mindestens so und auch viel, viel dicker. Also den könnte man auch tatsächlich nicht entfernen, weil dieses Rohr an der Stelle dicker ist. Und ich zeige es euch nochmal. Hier an der Stelle, wie gesagt, zwei Schweißpunkte. Und das ist einfach nur ein Rohr, was da reingesteckt wurde. Gut, jetzt stecke ich mal die Rohre so zusammen, wie es später ist. Und dann zeige ich euch das gleich. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig versteckt worden ist. Das ist ja klar. Da habt ihr hier diese ganzen Metallringe oder wie auch immer man dazu sagt. Kommen natürlich an die einzelnen Zylinder dran. Da habt ihr diese Stehbolzen. Das wird dann einfach verschraubt. Somit ist das klar. Wie gesagt, hier, das wird auch ganz normal verschraubt. Und jetzt schauen wir uns den Endschalldämpfer an. Der Endschalldämpfer gefällt mir echt gut. Länge 285 mm. Hier durchgehendes Rohr. Wie gesagt, so schaut auch jeder andere Auspuff aus. Hier habt ihr ganz normal die Bohrung, wo ihr eben diese DB-Klee verschrauben könnt. Also ganz normal Sechskant und Mutter. Bei dem genau dasselbe. Wie gesagt, die könnt ihr dann einfach hier so rein. Ist auch jetzt ein gutes Spiel, also es kantet nicht. Ja, und dann wird das einfach hier verschraubt. Aber ich lasse die jetzt einfach mal draußen.
Und ja, wie gesagt, hier seht ihr gleich den Katalysator. Der Auspuff wird dann einfach so hier drauf gesteckt. So, das passt dann auch ganz gut, verkantet nichts. Dann müsst ihr hier einfach noch die Feder reinmachen, damit das eben gut sitzt. Und dann habt ihr hier auch schon die komplette Anlage. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir gehen jetzt zum Motorrad, bauen die ganze Anlage einmal ein. Und dann gibt es natürlich ein Video mit dem Sound vom Rhodes Italia. Also bis gleich. Kurz Video, bevor es in die Garage geht. Ich habe jetzt hier diese Federn schnell eingehangen, sind schon ordentlich unter Zug. Also da löst sich auf jeden Fall nichts mehr. Hier kommt eine hin und hier ist eben wie so eine Doppelfeder. Genau, die passen. Und ja, das schaut ein bisschen komisch aus, weil das eine Rohr weiter hinten ist. Aber ich denke, das soll schon passen. Wenn nicht, seht ihr eh gleich im Video. So steht die Auspuffanlage. Die ist auch echt leicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kilo. Ich würde es vielleicht mit so einer 5er Hantel vergleichen, aber ich bin auch schlecht im Schätzen. Deswegen geht es jetzt in die Garage und dort wird gebaut. So, hier habe ich die alte Auspuffanlage mal abgebaut. Hier könnt ihr nochmal recht gut den Cut sehen. Und hier das Stück. Und hier geht es dann jeweils mit den Rohren in die einzelnen Zylinder rein. Mit diesen Teilen hier, die sind überall dabei. Hier sogar extra noch so Aufnahmen für Federn, die man optional mit reinbauen könnte. Wenn wir jetzt hier reinschauen, dann seht ihr hier nochmal schön den Cut. Genau, und hier ist das Endrohr, wird einfach auch nur draufgesteckt. Ein bisschen dreckig mache ich jetzt auf jeden Fall noch sauber. Ich habe jetzt hier nochmal beide Auspuffanlagen direkt nebeneinander gelegt und da scheidet sich eigentlich echt nicht viel. Bis auf eben, dass hier die Stelle einfach viel größer ist und der Cut hier hinten einfach verstaut wurde. Sonst, wie gesagt, alles gleich. So und so. Und das hier vorne ist eigentlich auch alles gleich. Wie gesagt, das hier ist runtergerutscht. Das schaut so aus. Genauso wie hier. Nur, dass eben hier nicht die Aufnahme ist für die Feder. Hier hat man einfache Bohrungen. Und hier so Langloch. Aber ja, so schauen die auf jeden Fall aus. So, für den Auspuffeinbau eigentlich alles ganz normal. Hier unten sehen wir die drei Zylinder und jeweils die ganzen Stehbolzen. Da wird also hier rein, wird jetzt einfach der neue Krümmer reingeschoben und dann mit den alten Muttern ganz normal wieder festgezogen. Somit sitzt der hier auch ganz gut. Und dann muss ich schauen, genau, hier habt ihr zwei Bohrungen. Da wurde so ein Blech mitgeliefert. Das wird, glaube ich, an die obere Bohrung eingeschraubt und dann wird der Auspuff hier hinten extra noch gehalten. Ja, hier Lambda-Stecker noch und mehr ist es eigentlich nicht. Die Felge ist übrigens jetzt geputzt. Die war ja im Video nicht geputzt, aber jetzt passt es wieder.
Und hier seht ihr nochmal den Auspuff komplett montiert, auch schon schön angelaufen. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Hier oben, wie gesagt, die Stehbolzen da befestigt. Ja, das wird dann hier ganz normal über Federn gehalten. Hier auch nochmal die Federn. Und hier ist so ein Blech, wo der ganze Auspuff gehalten wird. Hier ist übrigens derselbe Auspuff auf einer MT07 Baujahr 2022 verbaut. Auch mit dem DB-Killer mit der Wand. Schaut auf jeden Fall auch sehr schön aus. Das war der Sound mit DB-Killer. Jetzt gibt es den Sound ohne DB-Killer mit Katalysator. Ja Leute, jetzt kommen wir zum Fazit zwischen den beiden Auspuffanlagen. Wie ihr wisst, ich bin vom Shark DSX auf den Rhodes Italia Double Fire umgestiegen. Soundtechnisch könnt ihr natürlich alles selber entscheiden. Ich bin der Meinung, dass mit DB-Killer der Shark deutlich lauter war. Aber ohne DB-Killer und mit diesem kleinen Cut hier, habt ihr es natürlich gehört, dieses Hochschalten ist einfach krass. Ich habe jetzt aktuell den Sieb verbaut, da geht es auch noch ganz fit. Und was mir eben bei diesem Rhodes Italia Auspuff noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es an diesem kleinen Cut liegt, auf jeden Fall hat sie spürbar mehr Leistung. Also ich fahre die jetzt schon lange, aber mit diesem Auspuff, vielleicht wegen dem kleinen Cut, würde ich es mit so, keine Ahnung, ob es übertrieben ist, aber vielleicht 10 PS, würde ich schon sagen, dass sie mehr Leistung hat. Ja, ansonsten, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder so, dann schreibt es in die Kommentare. Oder natürlich auf Instagram, ich verlinke es euch unten. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt gesund, bis zum nächsten Video, ciao.